Das Jahr neigt sich zu Ende und es ist Zeit, nach vorne zu schauen. In unserem Jahresausblick 2022 erwarten wir einen Aufschwung mit Hindernissen. Beginnen wir mit den Hindernissen. Hier sehen wir derzeit mit der vierten Welle, dass große Teile Nordeuropas erneut von der Pandemie voll erfasst wurden. Das wird in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, erneut zu einer schwachen Wirtschaftstätigkeit im Winter führen. Wir sehen aber in anderen Teilen der Welt, dass die Wirtschaft auch dank der gemachten Hausaufgaben, insbesondere zum Thema Impfen, gemacht wurden und entsprechend die Wirtschaft weiterlaufen wird. Dementsprechend ist das Hindernis Corona immer noch da, sollte aber im kommenden Jahr seinen Schrecken verlieren. Und wir gehen davon aus, dass die unmittelbaren Auswirkungen, nämlich die Restriktionen auf die Wirtschaft und auch die mittelbaren Auswirkungen der Pandemie, hier sind insbesondere die Verzerrungen der Lieferketten zu nennen, sich nach und nach auflösen werden. Weitere Hindernisse können aus der Finanzbranche kommen. Dort sind wir aber weiterhin entspannt und gehen davon aus, dass die Auswirkungen der Immobilienkrise in China keine weltweiten negativen Effekte haben wird. Auch die angespannte Situation zwischen den USA und China bedeutet ein Risiko. Auch hier ist es ein Hindernis. Es sollte aber nicht zu einem Stoppen des Aufschwungs führen. Insgesamt gehen wir also davon aus, dass wir weiterhin uns von der Corona-Pandemie erholen. Und auch wenn die globalen Wirtschaftswachstumszahlen nicht so hoch sein werden wie im Rekordjahr 2021, ist weiterhin alles auf einen guten Aufschwung gestellt. In diesem Umfeld werden die Zentralbanken beginnen, ihre ultralockeren geldpolitischen Maßnahmen zurückzufahren. Die Inflation wird hoch bleiben, aber auch hier werden die Entspannungen der Lieferketten zu einer gewissen Reduktion beitragen. Konkret heißt das für die Geldpolitik, dass die Fed bis Mitte des Jahres ihr Tapering abschließen wird und Ende 2022 mit dem ersten Zinsschritt nach oben um die Ecke kommen wird. Die EZB wird zögerlicher sein, aber auch hier gehen wir davon aus, dass das PEP-Programm zum Ende kommen wird und auch die subventionierten TLTROs nicht verlängert werden. Entsprechend wird auch in Europa die Geldpolitik weniger unterstützend sein. Zinserhöhungen stehen in Europa im kommenden Jahr aber nicht auf der Agenda. Was das Wirtschaftswachstum in Deutschland angeht, wird die neue Regierung versuchen, mit zusätzlichen Maßnahmen die Investitionen in Dekarbonisierung und auch Digitalisierung nach vorne zu treiben. Dort wird es aber an Kapazitäten mangeln und dementsprechend wird Deutschland auch im kommenden Jahr wohl nicht die erforderlichen Maßnahmen ergreifen können, um 2030 klimaneutral zu sein. Andere Länder werden ähnliche Probleme haben und dementsprechend werden wir in den kommenden Jahren in vielen Ländern zusätzliche Aufwendungen bekommen müssen, um 2030 die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Thank you.